Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Pamela. Normalerweise dreht sich bei mir alles um Beauty, aber es gibt noch ein Thema in meinem Leben, das was mich sehr beschäftigt, auch jeden Tag beschäftigt und ich glaube, es gibt viele andere Menschen auch, denen das vielleicht ein bisschen helfen könnte. Und deswegen dachte ich mir, ich teile euch meine Gedanken einfach so mit, meine Einstellung mit. Und also es geht einfach darum, wie kann man sein Leben besser gestalten, für sich lebenswerter zu machen. Welche Strategien können mir dabei helfen? Ich hoffe, euch interessiert das. Ich hoffe, ihr bleibt dran und schaut mein Video. Und dann würde ich sagen, ich teile mich jetzt einfach mit. Also, es geht ja auch darum, es gibt so viele Punkte im Leben und mir ist es selbst sehr, sehr schwer gefallen, positiver zu denken und mein Leben positiver zu gestalten. Denn wenn einem das ganze Leben eigentlich nur Negatives oder fast nur Negatives passiert, ist es halt sehr schwer. Und vor allem, wenn du von klein auf eigentlich immer nur negativ, negativ und negativ hast und du fast keinen Raum mehr hast, um positiv zu denken, um überhaupt weitermachen zu können, ist das natürlich kein guter Start. Und ich denke, so geht es sehr, sehr vielen Leuten auf der Welt. Und natürlich, es gibt wundervolle Menschen, die einen guten Start ins Leben haben und bis ins Alter, bis ins Erwachsenensein, bis sie heranwachsen zu einem Erwachsenen, ein tolles Leben haben. Bei mir war es auf alle Fälle nicht so. Und es brauchte auch echt, echt viel Zeit, Arbeit und Reflexion auf alle Fälle, um zu diesem Punkt zu gelangen. Das ist kein Akten, was man in ein paar Tagen irgendwie erreichen kann oder man schaut sich jetzt ein Video an und dann ist alles toll. Nein, so ist es auch nicht und es ist auch so auch nicht toll, aber die Sichtweise, wie man an die Dinge herangeht, ist einfach besser und leichter. Ich würde sagen, ich gebe euch einmal ein paar Beispiele nur von heute. Also ich war jetzt gerade vorher draußen spazieren und bei uns schneit es extrem. Der Wind hat mir alles ins Gesicht geweht und war halt nicht angenehm, ne? Man könnte so sagen, boah, scheiße, jetzt war ich da wieder draußen spazieren und es war so kalt und so nass und mein ganzes Gesicht ist nass. Das wäre halt so eine Einstellung, die was halt sehr negativ wäre, ne? Ist sie vielleicht auch, die Situation ist halt nicht labernd, ne? Also nicht toll. Ich weiß nicht, wer meine Videos schaut. Ich glaube, es sind noch mehr Deutsche dabei. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr mich immer so versteht. Ich versuche mich eh zusammenzureißen, aber ich habe eben meinen Dialekt und auf den bin ich auch stolz. Und die positive Variante wäre, oh schön, mein Gesicht ist jetzt hydratisiert durch die Feuchtigkeit. Zum Beispiel, wäre mal ein Beispiel, ne? Das habe ich mir wirklich gedacht, weil ich bin reinkommen und habe mir gedacht, oh, mein ganzes Gesicht ist nass, das ist ja toll, ne? Gleich eine gute Pflege. Und meine Brille war extrem nass, ich habe nichts mehr gesehen. Negativer wäre, oh, scheiße, jetzt ist meine Brille nass, ich hasse das. Dann muss ich meine Brille wieder putzen. Die positive Sache wäre, oh, meine Brille ist schmutzig, dann kann ich sie, habe ich endlich Möglichkeit, sie gleich wieder zu putzen. Da es nass ist, brauche ich kein extra Wasser oder irgendein Mittel dazu. Könnte man so meinen, ne? Also, und wenn man sich das schon innerlich so vorsagt, bringt das sehr viel. Am Anfang ist vielleicht sogar noch besser, wenn ihr euch das laut vorsagt, einfach. Genau. Ja, genau. Dann war noch ein Thema mit, ich war ein bisschen pissig, weil mein Sohn das Handtuch nicht weggeräumt hat und es ist in sein Zimmer gelegen ist. Ich bin aber nach Hause gekommen, habe diese tropfnassen Stiefel und konnte gleich zu ihm sagen, leg mir bitte das Handtuch hin und ich stelle die Stiefel drauf. Könnte man was Negatives wieder auf ein Positives verwandeln und das Handtuch liegt nicht mehr bei ihm im Zimmer. Es liegt jetzt am Boden und wenn alles getrocknet ist, dann schmeiß ich das dann in die Wäsche einfach, ne? Ja,
Ich überlege noch. Also es waren ein paar Sachen, wo ich mir dachte, das kann ich euch sagen. Aber jetzt gerade, glaube ich, fällt mir jetzt gar nichts mehr ein, was den heutigen Tag betrifft. Aber das sind halt nur so ein paar kleine Beispiele, die euch vielleicht so ein bisschen einen Ruck geben, um auch die Dinge anders zu sehen. Ah ja, genau, jetzt fällt es mal wieder ein. Und zwar zum Beispiel mein ganzer Urlaub. Ich war in Dubai und mein ganzer Urlaub war ich fast krank. Man könnte natürlich sagen, also voll negativ natürlich. Es ist auch negativ, ne? Aber so voll negativ, oh mein Gott, scheiße, jetzt fliege ich einmal nach Dubai, mein erster Urlaub in 10 Jahren und schon bin ich krank. Bist voll angefressen, bist voll negativ. Kannst du doch gar nicht so schnell wieder gesund werden, wenn du nur negativ denkst. Aber die meiste Zeit habe ich mir gedacht, wirklich, ich habe es mir wirklich so gedacht, stell dir vor, ich wäre zu Hause krank geworden. Was hätte ich dann gemacht? Dann wäre ich nur herumgelegen in meinen 4 Wänden und hätte gar nichts gesehen. Gar nichts. Und auch wenn ich, also wie meine Krankheit angefangen hat, bin ich trotzdem todkrank, haben wir noch 2 Ausflüge gemacht. Und das habe ich erlebt. Ich habe so eine Wüstentour erlebt. Ich habe Dubai gesehen, die Stadt Dubai. Und ja. Also ich habe es dann so gesehen, ich habe es gesehen, ich bin am Strand, ich bin am Meer, ich kann da auch liegen, ne? Ich bin nicht im Zimmer gelegen. Ich habe versucht weiterzumachen. Und soll ich euch was sagen? Das war auch heftig. Mein Schnupfen, das war so ein heftiger Schnupfen, hat 2 Tage gedauert, genau 2. Und ich habe gedacht, hä? Wie geht das? Ja, es geht, weil du positiver eingestellt bist. Eine positive Einstellung bewirkt vieles. Ich dachte mir das früher auch nicht, aber es ist wirklich so. Und ja, gut, der Husten, der hat länger gedauert, ne? Ja. Der Husten hat schon länger und ich habe ihn noch leicht, aber das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Und lustigerweise, wie ich wieder zu Hause war, war fast alles weg. Also, da haben nur ab und zu mehr gehustet und so habe ich die Nächte durchgehustet. Meine Freundin war echt arm dran, aber was soll ich machen, ne? Ja, das Einzige, was halt dann wirklich schlimm war für mich, wie ich meinen Schmerzschub bekommen habe. Das ist schlimm. Aus diesen, also wenn du einen krassen, krassen Schmerzschub kriegst, so einen, dass du an nichts anderes mehr denken kannst, dann, sage ich's ganz ehrlich, funktioniert es nicht. Dann musst du schauen, entweder du wartest es ab. Ich habe auch keine geeigneten Medikamente oder Strategien mitgehabt, weil ich nicht damit gerechnet habe, aber damit kann man es abfedern. Ich hatte aber ein Wärmepflaster mit und das habe ich mir für den Flug aufgehoben, weil 6 Stunden Rückflug und 2 Stunden Heimfahrt dann noch waren einfach fast schier unmöglich, aber das Wärmepflaster hat mir zumindest den Flug erleichtert und das ist wieder was Positives, was man sehen kann. Wenn ich darauf vorbereitet gewesen wäre, und das habe ich auch danach gemacht, ich habe so endlose Schmerzen gehabt, auch wie ich noch hier war, habe ich 2 Nächte ein starkes Schmerzmedikament genommen, um aus diesem Schmerz, Denken, Schub, Dingens einfach rauszukommen. Und dann wurde es besser. Und schon am nächsten Tag, wo es mir besser ging, war meine Laune ums Doppelte höher, weil das wieder was Positives ist. Es ist was Positives. Ich habe nicht mehr so starke Schmerzen. Ich kann mich wieder bewegen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich bin rausgegangen spazieren, weil ich genau weiß, das tut mir gut. Macht Sachen, die euch gut tun. Das ist so wichtig. Ich zum Beispiel liebe Make-up. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe Videos gedreht. Ich habe mich geschminkt. Ich bin meine Schminksammlung durchgegangen, weil ich es liebe. Ich habe mir was gekocht. Das habe ich vorher auch nicht machen können. Ich habe mir schnell irgendwas genommen, irgendein Fertiggericht oder so. Und das war's. Mehr konnte ich nicht machen. Es ist einfach so. Und ich geniere mich dafür auch nicht, weil wenn ich Schmerzen habe und wenn es mir schlecht geht, ja, dann esse ich auch einmal ein bisschen ungesunder. Aber ich bin ein Mensch, der was zu 80% sehr, sehr gesund ist. Und da mache ich mir auch keine Gedanken drüber, ne? Genau, wie ging es dann weiter?
Irgendwas wollte ich jetzt sagen, und es ist mir entfallen, das ist immer, wenn ich so viel sagen will und nicht so viel im Kopf, dann muss das alles raus und dann vergesse ich wieder irgendwas. Ach Gott, das ist immer so. Ja, auf alle Fälle bin ich dort spazieren gegangen. Ah ja, Buch gelesen, das habe ich sonst auch vernachlässigt, aber ich will das so immer wieder zwischendurch machen, dass ich wieder ein paar Seiten lese und so, weil im Urlaub habe ich wirklich fleißig gelesen, da habe ich jeden Tag gelesen, so zwischendurch, wenn wir am Pool gelegen sind oder am Strand und das bringt mich auch raus, weil da bin ich drinnen, ne? Und das war das Einzige, was mich von den Schmerzen halbwegs rausholen hat können, weil meine Fantasie ja so krass ist und so und ja, das war schön. Und oder auch basteln, malen, zeichnen. Jeder hat ja so seine Hobbys. Der andere zockt lieber. Was weiß ich, was eure Hobbys sind. Aber macht das, was euch gut tut. Und abschließend will ich auch noch sagen, weil das ist ein großes Thema immer, der Sonntag, oder? Sonntag vor Montag denkt man sich immer, oh, ich muss arbeiten gehen. Vor allem jetzt, ich hatte jetzt 3 Wochen Urlaub, ne? Und ich könnte sie auch so sehen, oh Gott, ich war in die 3 Wochen fast nur krank, ne? Ja. Könnte man so sehen. Man könnte aber sagen, die letzten Tage, also erstens einmal, du warst in Dubai, du warst am Strand und am Meer, du hast so viele tolle Sachen erlebt, du warst zu Silvester auch bei einem Galadinner und. Und man könnte ja so sagen, du hast sehr, sehr viel erlebt und die letzten Tage hast du dich dann noch erholt von deinem Schmerzschub. Das heißt, ich konnte jetzt die letzten Tage, es waren zwar nicht viele, aber es war eine halbe Woche zumindest, ne? Und ich finde, das braucht man auch, konnte ich mich erholen und kann jetzt in das nächste Arbeitsjahr reinstarten, weil mein Arbeitsjahr beginnt am 8. Dezember, 8. Dezember, 8. Jänner. Ja, da braucht man nicht negativ eingestellt sein. Die Erholung dort eh nicht lang an. Wir wissen es alle. Aber zumindest, dass man schon mal positiver rangeht. Ja, kann sein, dass u viele Sachen aufploppen, was ich vielleicht vergessen habe, nicht gemacht habe, verkehrt gemacht habe. Glaube ich zwar nicht, weil ich ein sehr gewissenhafter Mensch bin, aber alles ist möglich, ne? Und deswegen, ich habe jetzt gar keine Angst mehr, arbeiten zu gehen. Ein paar Tage davor schon, weil ich Angst hatte, ich kann nicht sitzen und das wäre schlimm. Ich meine, ich habe eh 2 Tage habe ich in der Arbeit muss ich arbeiten, da habe ich einen Stehtisch, das heißt, ich kann stehen und sitzen. Dieses Privileg hat nicht jeder und das ist auch positiv. Ihr seht, man kann so viel Positives draus schöpfen und ja, in diesem Sinne, stay positive, beziehungsweise think positive, weil positiv in dieser Zeit wollen wir alle nicht sein. Wir wollen negativ sein, aber wir denken positiv, ne? In diesem Sinne wünsche ich euch das Beste, was man nur wünschen kann. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vergesst nicht zu abonnieren. Ich werde immer wieder so ein paar Themen einfließen lassen. Ich hoffe, euch gefällt das. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.